Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow! Na los! Und wo ist dein Edensplitter? Bring uns hier raus, dann erfahren wir es vielleicht. Das ist natürlich geil, was wir jetzt hier machen, aber irgendwie gleichzeitig, boah, das ist schwer. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir lieber warten, bis hier rankommen. Kommt und versucht uns vom Wagen zu werfen. Das heißt, er kann auf Kugeln ausweichen. Was? Wir müssen die Kiste an einen sicheren Ort bringen. Was glaubst du, was ich hier gerade versuche? Du wirst uns vielleicht uns beide töten. Wenn wir treffen, meine Schwester nicht. Ich würde gerne schießen. So, jetzt. Das ist irgendwie sehr verrückt hier gerade. Ja, was ist denn eigentlich, wenn ich hier aufs Pferd schieße? Kann ich das denn überhaupt machen? Hallo? Sie lesen! So. Hast keine Kugeln mehr! Nimm welche von meinen! Wenn wir treffen, meine Schwester nicht! Hör auf! Okay, also wir müssen tatsächlich zielen hier, sonst wird daraus nichts. Hallo? Okay, also ist eigentlich eine ganz geile Mission gerade. Sie ist etwas chaotisch und die Framerate ist natürlich weil wir sind hier halt gerade im in der Fahrt und das ist natürlich nicht ganz so geil für die Framerate. Und die beiden hier, die schaffen es einfach nicht neben uns. Oh. Kannst du bitte etwas vorsichtiger fahren? Du gefährdest die... Wir werden abspringen müssen! Was ist mit der Kiste? Vergiss sie! Spring! Sofort! Das war lustig. Danke für die Einladung. Das müssen wir wieder machen. Verdammt! Wenigstens etwas haben wir bekommen. Da fahre ich mal fort. Den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Camden-Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Ah, hier ist der Tresor. Das hier wollte ich nämlich einsammeln. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Und dort drüben sind irgendwelche Missionen. Wo gab es denn das zum Upgraden? Irgendwo gab es doch dieses Ding zum Upgraden. Ich würde gerne rüber. Geht doch. Wir fahren jetzt nach sonst wohin und jo, auf Ausrüstung und Waffen zurückgreifen. So. Jetzt gucken wir erstmal. Was haben wir denn hier so alles Cooles? Also mit Eevee. Jo. Why not? Erstmal den noblen Stockdolch sich kaufen. Dann noch gucken, was der Typ hier zu sagen hat. Auf den Schwarzmarkt zugreifen. Das ist natürlich auch genial. Der hilft uns weiter. Und dann probiere ich hier mal noch. Funktioniert natürlich jetzt nicht, wenn ich es brauche. Hopp. Dann wenigstens geht das Wechsel in die Richtung besser. Und dann gehe ich jetzt nochmal zum Geld und gucke, ob sich nochmal was angesammelt hat. Ich glaube es nicht, aber naja. Ich gebe zu, du siehst bezaubernd. Danke, Jacob. Ja. Hier gab's doch. Spielen nach Gehör. Bitteschön.
Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Dieser kleine Charmeur. Wir fahren jetzt hier einfach mal volle Kanne durch. Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kennenlernen. Und überfahren hier noch ein paar Sachen. Der Pirat? Meister, Assassine und Pirat, genau. Wer Edward Kenway nicht kennt, der sollte sich mal den vierten Teil angucken. Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway einen gefunden hat? Er ist sehr weit herumgekommen, möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohl behütet. Verdammt. Wie immer wieder. Oh, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht mehr. Wo fährt der hin? Ohne mich. Wir kriegen Zerstörung für. Wir kriegen XP für. Mutwillige Zerstörung, das ist witzig. Das Gespräch im Hintergrund hier, das mache ich jetzt nicht lauter, weil dann wäre die Kutsche viel zu laut. Normalerweise schneide ich ja die ganzen Gespräche und so lauter und halt derweil mein Mund, aber. Als er starb, fielen Haus und Erbe. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge, wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? So, ich bin jetzt zum dritten Mal hier, nachdem ich zweimal durch Bugs getötet wurde. Und ich finde es unglaublich. Wir haben jetzt die Version 1.2, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie mir vorhin noch runtergeladen und es funktioniert einfach gar nichts. Also Kampfsystem, so, da funktioniert gar nichts bei dem Kampfsystem. Also. Da waren wirklich die der alten Teile anspruchsvoller. Wonach sucht Miss Thorne denn überhaupt? Wenn du mich fragst, erschrickt Miss Thorne vor jedem Schatten, seit die Assassinen das Notizbuch haben. Lass sie das aber bloß nicht hören. Ah, okay, ich dachte schon, der kommt hoch hier. Wonach sucht Miss Thorne denn überhaupt? Keine Ahnung. Der Kerl. Was mich natürlich jetzt auch interessiert. So, jetzt hinter der Tür verstecken. Ich glaube, die kommt gleich. Die hat irgendwas bemerkt. Ah, aber das nützt dir nicht viel. So, nochmal. Sind hier irgendwelche... Nee. Und wir müssen jetzt irgendwelche Artefakte finden. Hier geht's nicht lang. Hier hinten schätze ich mal auch nicht, wenn die Tür zu ist. Nee. Heißt, wir müssen allen Ernstes... Ach nee. Hier lang. Ich dachte, wir müssen wieder raus. So. Der hat sich umgedreht. Hallo? Etwas aus Edward Kenways Zeit. Und das brüllt sich so laut hier rum.
So. Der hat nicht mehr lange zu lügen. Hallo. Einen Po weniger. Mir ist gerade aufgefallen, ich könnte wetten, dieser Raum hier ist nicht umsonst so mit zwei Leuten gespickt. Ich könnte wirklich wetten, hier ist irgendwas drin. Dieser Hut, der war ja jetzt auch sehr gut versteckt, also... Ja. Ein Assassinen-Artefakt. Genau, das meine ich. An manchen Stellen kann man das Level-Design doch sehr gut nachvollziehen und ja, sehr berechenbar. Woher sind das? War die Tür, genau. Ist das hier, hier von was? Nein. Und jetzt haben wir diese zwei Leute hier. Und wir kommen nicht um die Ecke rum. Heißt, wir dürfen warten. Aber da unten ist irgendein Klavier. Ah. Ach nee, das sind Türen hier. Aber da unten ist dieses Schiff. Doch, wir können die also sehen. Interessant. Das waren wir irgendwie nicht so wirklich bewusst. Ja, dort die Schatzkarte. Okay, der Typ guckt nicht mehr. Jetzt guckt er wieder. Können wir hier nicht irgendwo pfeifen? Sie ist hier irgendwo. Oh, na super, jetzt wurden wir wieder entdeckt hier. Ich versuche den mal in der Kombo zu halten hier und nicht irgendwie... Na, es hat funktioniert, ihn abzuwehren. Es war aber wirklich... Ja. So, und hier wissen wir ja schon... Ach so, ja genau, den müssen wir noch plündern. Oder müssen wir nicht, will ich aber... Weil da gibt es natürlich ordentlich Ressourcen für. Ich denke, das lohnt sich zum Schluss. Das sollte den Assassinen gehören. Und jetzt müssen wir ins Erdgeschoss. Erdgeschoss. Einmal hier runter. Hier war ein verschlossener Eingang scheinbar. Da hinten ist irgendeine Truhe. Und hier ist noch irgendwas. Interessant. Diese Thorn ist eine wahre Sammlerin. Und warum nimmt sie das nicht mit? Ich hätte das ja alles mitgenommen, aber ich meine, wenn sie auch schon sagt, das sollte den Assassinen gehören. Nein, ich lasse es mal hier liegen, damit es niemand bemerkt. Das ist ja auch, das gehört uns ja nicht. Sieht interessant aus. Immer noch nichts. Genau wie letztes Mal. Das war gerade ein ziemlich ausgedehntes Standbild. Ich kann leider nichts dafür. Und wir müssen definitiv hier rein. Oder? Ne, da ist eine Truhe drin, ne? Ich überlege gerade, wir haben doch hier... Oh, erstmal gerade hinsetzen wieder. Wir haben doch hier ganz viele Sachen bekommen. Und wir wollten mit der doch eh so ein bisschen auf Schleichen, Skillen und sowas. Lasst uns das machen. Jetzt haben wir Schlösserknacken 2. Level 2. Ach ne, 3. Das hat mich gerade kurz verwirrt. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Assassinen. Samtpfote. Okay. Einschüchterung, ja. Messermeister. Okay, Erstschlag. Tja, das braucht man eigentlich auch gerade gar nicht. Dann würde ich das gerne noch machen bei ihr, weil wir halt... Ich versuche alle Kisten mit ihr zu öffnen. Athleten und Nahkampfschaden, ja. Revolverheld. Anführer. Achso, ja, das haben wir schon freigeschaltet. Aber was ist jetzt hier anders? Ah, einfach, dass wir mehr rekrutieren können. Und dann mache ich mit der mal noch den Schleichenskill hoch. Weil sie ist ja unsere kleine Stealthy Eevee. Und jetzt können wir auch das Ding hier knacken, oder? Ah, ich muss halten. Es gibt ja kein Minispiel mehr. Einerseits bedauere ich, dass es weg ist. Und andererseits finde ich es gut. Aber
Nun ja. Wenn es weg ist, ist es weg. Hier haben wir den Eingang. Wir haben schon 5 gefunden. Und ist das hier eins? Ja. Dass die das alles behalten. Doch behalten, also. Mir gefällt's ja. Dann haben wir hier noch das Ding. Wenn Vater das nur sehen könnte. Ah, hier muss man rein. Ach, die 7 Dinger, die waren nur optional. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Das Klavierrätsel ohne falsche Note abschließen. Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Ein wunderschönes Klavier. Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Schick. Der Raum hier unten, der ist wirklich cool gemacht. Und hier ist auch die Schatztruhe, die wir am Anfang gesehen haben. Was der hier alles gesammelt hat. Aber wir machen mal weiter. Oder hat er noch was geklommen? Nee. Wir untersuchen das mal. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Was ist es? Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf mir blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen, denn ich beende diese Session hier. Und sag dann... Ciao, schaut auf jeden Fall bei den anderen Videos rein. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, freue ich mich natürlich über ein Abo, ein Like, wenn ihr mich unterstützen wollt und natürlich Ideen, Kritik etc. in Form eines Kommentares. Das war's dann, euer Ruby, over and out. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus.